Hier präsentieren wir die 5 besten Pizzasteine-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Rassler 7548. Der Pizzastein von Rassler besteht aus natürlichem und lebensmittelechtem Kordierit. Dieser Stein ist für Elektroherde sowie für Grills mit Gas, Holz oder Holzkohlefeuerung perfekt geeignet. Zum bequemen Herausholen des erhitzten Steins aus dem Backofen ist ein Gestell aus Edelstahl vorgesehen, das mit 2 Handgriffen versehen ist. Mithilfe von diesem Stein kann eine 26 cm Pizza für 2 Personen zubereitet werden. Aber wenn Sie eine riesige Familie haben oder häufig Ihre besten Freunde zu Gast laden, um einen brandneuen Film anzusehen oder einfach Poker zu spielen, so kann Ihnen die Firma Rassler die Modelle mit größerem Durchmesser von 33 cm und 38 cm bieten. Außerdem ist das Set erhältlich, das aus einem Pizzastein mit 38 cm Durchmesser und einem Pizzaschieber besteht. Dieser Pizzaschieber ist beim Transport einer heißen Pizza auf den Tisch sowie bei ihrem Herausholen aus dem Backofen sehr hilfreich. Nummer 4. Fornini Pizzastein. Lassen wir jetzt einen quadratischen Pizzastein von Fornini übersehen, der in Deutschland hergestellt wird. Dieser Stein ist aus Schamotte gefertigt, einem feuerfesten lebensmittelechten Material, das seinerseits aus Ton und Kaolinit besteht. Dank solcher Form ist dieser Stein für Haushaltsbacköfen sowie für Holzkohle und Gasgrills ideal geeignet. Die Abmessungen des Pizzasteins betragen 38 x 30 cm, was das Braten einer ziemlich großen und knusprigen Pizza für bis zu 6 Personen möglich macht. Es ist von der Steindicke zu erwähnen, die 2. 5 cm ist und dadurch für lange Wärmespeicherung sorgt. Zudem entzieht gut die Oberfläche des Pizzasteins die überflüssige Feuchtigkeit dem Pizzateig, was seinerseits bedeutet, dass alle Backwerke, die Sie mittels dieses Steins backen, an einer großen Kruste gewinnen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Wesewo V38301 Pizzastein. Der Wesewo V38301 ist ein hilfreiches Set für die Zubereitung einer leckeren Pizza zu Hause. Mit diesem Set brauchen Sie nicht mehr, eine teure Pizzeria zu besuchen, da Sie eine kleine Pizzeria direkt in Ihrem Zuhause veranstalten können. Dieses Set beinhaltet einen rechteckigen Pizzastein mit Massen von 38 x 30 cm, eine Pizzaschaufel aus Birkensperrholz sowie Pizzamehl. Der Stein ist aus lebensmittelechtem Kordierit gefertigt und besitzt die Stärke von 1,5 cm. Die Bratzeit auf solchem Stein nimmt ca. 20-40 Minuten bei Temperatur von 250 Grad in Anspruch und dabei gibt das Kordierit die Hitze gleichmäßig ab. Der Pizzastein nimmt die überflüssige Feuchtigkeit aus dem Pizzateig perfekt auf und sorgt für die Bildung der großen Kruste um die Pizza. Der Hersteller bietet außerdem weitere Modelle mit Steinstärke von 3,5 cm Pizzasteine V38303 und V38305. Nummer 2. Bimotti 202003 Schamott Pizza. Was kann besser sein, als die Zubereitung einer leckeren und duftenden Pizza für Freunde oder Familienmitglieder? Mit dem Pizzastein von Bimotti 202003 schaffen Sie das ohne Mühe. Nach der Anschaffung bekommen Sie einen hochwertigen Pizzastein aus natürlicher Schamotte. Die Schamotte stellt feuerfesten Ton dar und bietet perfekte Wärmeleitung. Dank der gleichmäßigen Wärmeleitung durch die ganze Oberfläche des Pizzasteins wird die Pizza beidseitig gut durchgebraten und als Ergebnis schmeckt sie einwandfrei. Zudem entzieht das eingesetzte Material die überschüssige Feuchtigkeit dem Pizzateig, was zur Bildung großer Kruste um die Pizza beiträgt. Die Steinstärke beträgt 4 cm und bei dieser Stärke erfolgt die Aufhitzung des Steines innerhalb von ca. 40-45 Minuten. Und die Nummer 1 unserer Liste. Weber Pizzastein rund 36,5 cm.
Diejenigen, die leckere und knusprige Pizza bevorzugen, brauchen gar nicht, eine teure Pizzeria zu besuchen, um den Geschmack einer originalen Pizza zu genießen, da sie mit dem Pizzastein von Weber eine leckere Pizza selber machen können. Im Lieferumfang sind ein Pizzastein und ein kostenloses Backblech zum bequemen Transport und Servieren der bereits zubereiteten Pizza enthalten. Der Pizzastein ist rund und besitzt Durchmesser von 36,5 cm. Solche Grillfläche reicht vollkommen dafür aus, um große Pizza, Brot und Desserts zu backen. Die Dicke des Pizzasteins beträgt nur erste 2 cm. Was nicht nur die gleichmäßige Wärmeverteilung durch die ganze Pizza möglich macht, sondern auch das Absorbieren der überschüssigen Feuchtigkeit. Auf diese Weise werden Teig, Boden und Ränder leckerer und knuspriger. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.